Einzige Pop hier mit einem neuen Video. Ja, wie versprochen, schauen wir uns heute mal das Jagdkit Knife 2 an. Ich habe das ja im Rahmen eines Passarounds bekommen. Das Nordische Handwerk hat das ja in die Wege geleitet und der Stefan 123321 so ein bisschen verwaltet. Ja, das Messer kommt hier in so einem schlichten Karton, nochmal mit dem Aufdruck VG10, nochmal auf den Hinweis auf den Stahl. Und dann haben wir hier auf dem Karton einen Aufdruck SW11410. Wenn man mal bei Google Jagdkit Knife 2 und dann diese Nummer eingibt, landet man dann im Endeffekt auf der Seite von einem Nordischen Handwerk. Vermutlich ist es eine Lagernummer oder ist es eine Nummer von Jagdkit, wir wissen es nicht. Auf alle Fälle, wenn man dann genauere Infos möchte, wie gesagt, Google Jagdkit Knife 2 SW11410, landet ihr direkt eben auf der Seite. Dann hier nochmal eine Angabe, VG10 Kobalt, der Stahl. Messer ist dann hier in so einer Hülle verpackt mit so diesen üblichen Bläschen, kennt ihr ja. Ja, und dann kommt das Messer hier schon zum Vorschein. Kommt hier in dieser Kydex-Scheide mit dem Nylon, ja, Gurt als Gürtelschlaufe und hier oben mit Druckknopf, um den Griff nochmal oben in der Scheide zu sichern. Ich hatte das jetzt an einem Wochenende mal auf einer Übernachtungstour mit draußen, habe es seitdem auch nicht mehr geputzt. Also es war jetzt gewisser Feuchtigkeit ausgesetzt und da sieht man schon, der Stahl ist wirklich rostträge, so wie er angegeben ist. Schauen wir uns mal die technischen Daten an. Ja, zuerst mal haben wir hier einen Flacherl, der hinten auch rausschaut. Da haben wir hier wie so ein Schlagstück, wo man auch mal von oben auf das Messer hauen kann, ohne dann den Griff zu beschädigen. Denn der ist auch relativ weich, das ist TPE-Kunststoff, der sehr griffig ist. Der hat hier so eine Riffelung, die wirklich gut greift und wenn man das Messer in die Hand nimmt, einfach einen guten, sicheren Eindruck vermittelt. Das gesamte Messer wiegt 196 Gramm, mit Scheide zusammen 281 Gramm. Da muss ich mich leider auf die Angaben von Nordischen Handwerk verlassen. Ich habe keine zuverlässige Waage, auf der ich das nachwiegen könnte. Der Stahl ist, wie gesagt, der VG10 Kobaltstahl, gehärtet mit einer Rockwell-Härte von 59. Die Schneide oder die Klinge an sich hat einen balligen Anschliff, einen Flachschliff mit einem balligen Anschliff. Man sieht hier unten an der Schneide, wenn man das je nachdem, wie man das Licht hält, so einen, weiß ich nicht, halben Zentimeter, sieht man so eine Absetzung. Ja. Und dann merkt man auch, wenn man, also da ist keine Kante oder sowas, aber das ist definitiv ein balliger Anschliff. Die Klinge hat eine Länge von 11 cm und der Griff hat eine Länge von knapp 12 cm. Ja. Kommen wir auf eine Gesamtlänge von 23,5 cm. Die Klingenstärke wird angegeben mit 5 mm. Schauen wir mal, was wir hier haben. Oder was wir hier messen. Hier hinten am dicksten Teil haben wir 5,1 mm, 5,2. Und hier vorne an der Spitze haben wir noch etwa 1,5. Die Klinge hat eine Höhe von knapp 3,5 cm. Schauen wir mal im Zentimetermaß nochmal nach. Ja, 3,5 cm. Auf der Klinge haben wir nochmal hier so ein Jagdkit aufgedruckt, gelasert. Der Klingenrücken ist, er ist jetzt nicht ganz scharf, aber er ist auf alle Fälle nicht gerundet. Also Feuerstahl anreißen geht. Da habe ich ein paar Aufnahmen gemacht, das zeige ich euch dann gleich noch im Anschluss. Ja, ansonsten, wie gesagt, der Griff hat dieses TPE-Kunststoff, fühlt sich so ein bisschen, ich sag mal, gummimäßig an, aber es ist etwas härter wie Gummi, aber es ist sehr, sehr griffig. Dann haben wir hier oben nochmal eine Lanyard-Hülse und eben dieses Schlagstück. Es ist eben ein Flacherl, ist also keine
Steckangel oder so, wo dann irgendwo hier aufhört, sondern der Stahl geht wirklich komplett durch. Dementsprechend haben wir hier auch wirklich ein sehr stabiles Messer. Also da, ja, verzieht sich und wackelt irgendwie gar nichts. Die Schärfe, mit der ich das Messer bekommen habe, die ist ausreichend. Ich habe das Messer jetzt, wie gesagt, mal ein bisschen benutzt, habe es seitdem auch nicht mehr geschärft. Das geht jetzt dann so weiter, wie ich es bekommen habe. Erstens, ballig bin ich nicht so geübt und ich will auch jetzt hier nicht die Klinge unnötig, ja, verkratzen oder so. Dementsprechend gebe ich das Messer so weiter. Über die letztendliche Schneidhaltigkeit der Schneide des Stahls kann ich grundsätzlich jetzt nicht viel sagen. Ich habe dann zu kurz und zu kurze Zeit das Messer benutzt und damit gearbeitet. Was man hier sieht, wir haben noch einen ziemlich ausgeprägten, ja, Fingerjoil und dann diese doch recht groß angelegte Schleifkerbe, Übergang zwischen Griff und Schneide eben hier. Also da passt locker mein Zeigefinger vorne rein. Ja, ziemlich groß geraten, wie ich finde. Schauen wir uns mal die Scheide an. Wie gesagt, mitgelieferte Kydex-Scheide. Super gut verarbeitet, da gibt es überhaupt nichts zu mängeln, aber das erwarte ich auch eigentlich. Wir haben hier ein paar Aussparungen, wo man dann eben auch die Schrauben anders setzen kann. Und als Gürtelschlaufe dient uns eben hier dieses Nylonband mit dem großen Klettfläche, die man dann eben öffnen kann, und somit kann man das Messer an- und ablegen, wenn man den Gürtel auch anhat. Ist ein bisschen fummelig, also ablegen geht einfacher wie ran machen, aber wenn man dann einmal den so durchgeschoben hat, schiebt man von oben dann das andere Teil nach und dann kann man auch das Messer, wie gesagt, an- und ablegen, wenn man den Gürtel nicht unbedingt öffnen will. Ansonsten hier oben nochmal so eine Schlaufe, die den Griff oder das Messer generell nochmal fixiert. Es schnappt gut rein, es sitzt fest drin. Und ich habe es dann auch am Wochenende, wo ich es hatte, das auch da mal so getragen, ohne dass ich das hier oben fixiert hatte. Also der Schwerpunkt geht, es kippt so ein bisschen weg, aber das macht nichts, es fällt nicht weg. Da kennt man ja andere Messer, die mit so einer Konstruktion daherkamen, die dann durchaus Probleme hatten. Und dann, wie gesagt, wenn man dann nicht mehr mitarbeitet, kann man dann den Knopf hier oben zumachen, dann ist das Messer absolut gesichert. Hier steht halt noch so eine schöne große Lasche von diesem Nylonband dann über, da kann man dann ja, den Druckknopf hier oben öffnen. Neigt natürlich auch immer dazu, dass man dann, wenn man durch den Wald irgendwie durch Dickicht läuft, dass man da halt hängen bleibt. Ich denke trotzdem, dass man das Messer dann damit sicher tragen kann. Also ich denke trotzdem auch, dass man es deswegen nicht verliert. Ja, und ansonsten ist die Scheide so gebaut, dass man auch ein Taglock anbringen könnte. Da müsste man die Schrauben hier lösen. Und dann könnte man das Messer auch in verschiedenen Richtungen, man könnte es dann auch eben hängend an der Rucksack am Tragegurt tragen und so weiter. Ansonsten haben wir unten noch so ein kleines Ablassloch für Wasser, wenn da mal viel reinläuft. Und hier vorne ist so eine kleine, ja, da wurde nochmal drauf gedrückt. Ich weiß nicht, ob man da nochmal versucht hat, dann das Messer zu fixieren nochmal und die Kydex-Scheide nochmal passender zu machen. Ob das bei allen Scheiden so ist, weiß ich nicht. Aber das sieht so aus, als wäre man da noch einmal so, als die Scheide warm war, nochmal einmal so einen Druckpunkt gesetzt. Vielleicht soll das hier vorne nochmal ein Spiel verhindern. So. Alles in Schwarz gehalten und der Griff wird als olivgrün auf der Seite angegeben. Wie gesagt, habe ich an einem Wochenende ein bisschen damit gearbeitet. Ich hätte gerne noch mehr damit gemacht, aber da hat mir dann einfach die Zeit gefehlt. Aber jetzt schauen wir uns einfach mal die Bilder ein bisschen an. Thank you.
Ja, also Baton überhaupt gar kein Problem und der Feuerstahl lässt sich damit gut anreißen. Mein Feuerstahl ist ein bisschen durchgenudelt. Und wie ihr gesehen habt, habe ich dann in einer Szene plötzlich ein Pflaster am Finger. Da habe ich mir dann blöderweise hier vorne einmal kurz reingeschnibbelt. Das war aber halb so wild. Ich weiß nun, das Messer ist definitiv scharf. Ja, auch kleine Arbeiten lassen sich damit gut ausführen. Also die Klinge lässt sich gut führen. Also man kann hier wirklich feine Sachen machen, das ist überhaupt kein Problem. Und wie gesagt, das Messer ist immer noch äußerst scharf, ja. Also man kann hier wirklich problemlos damit arbeiten. Das Messer liegt wirklich sehr gut in der Hand. Der Griff ist sehr ergonomisch. Und ja, also da kann man überhaupt nichts sagen. Dann sage ich jetzt erstmal Danke ans Nordische Handwerk und an den Stefan 123321, der mir es ermöglicht hat, jetzt hier bei einem Passaround mitzumachen. Diese Jagdkriegmesser sind dann doch schon relativ lange in verschiedenen Varianten im Verkehr und man hat immer wieder mal Videos gesehen, aber selber damit arbeiten konnte ich noch nicht. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte ein bisschen mehr Zeit gehabt, damit zu arbeiten, aber ich denke, so die wichtigsten Arbeiten konnte ich damit machen, um mir ein Bild, einen Eindruck von dem Messer zu verschaffen. Die Verarbeitung ist top, aber wie gesagt, das erwarte ich auch heutzutage. Bei dem Messer, das ungefähr bei 100 € liegt. Ich kann hier nichts finden, was irgendwie komisch wäre. Auch der Stahl und das Griffmaterial ist absolut top. Da kann man überhaupt nichts sagen. Bekommt hier wirklich ein robustes Outdoor-Messer, mit dem man wirklich grobe Arbeiten machen kann, also Hacken und Baton, alles überhaupt kein Problem bei einer Klingenstärke von 5 mm. Aber trotzdem hat man mit dem ganz hoch angesetzten Flachschliff und mit dem balligen Anschliff immer noch genug Führungsmöglichkeiten, um auch feine Arbeiten zu machen. Ja, was ich leider gar nicht verstehe, was so wirklich für mich auch der einzigste Negativpunkt ist, warum man hier so eine riesen Mulde, Abstand zwischen Griff und Schneide gemacht hat. Wenn man sich das Jagdkit-Knife dreimal anschaut, ich blende euch da mal ein Bild ein, das von der Form ähnlich ist, da hat man eigentlich mit einer viel kleineren Schleifkerbe gearbeitet. Und hier ist doch fast 1 Zentimeter Abstand zwischen Fingerjoil und Klingenbeginn. Man verliert ein bisschen was, wenn man eben so enge Arbeiten machen will. Mir erschließt sich das nicht, warum man das gemacht hat. Vielleicht gibt es da spezielle Gründe dafür, warum man sich das überlegt hat. Es soll ja auch ein Jagd- und Outdoor-Messer sein. Vielleicht hat es für die Jagd irgendwelche Zwecke. Wer da was weiß, darf es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin da nicht so wissend. Das ist so ein einziges Manko, was ich an dem Messer auszusetzen habe. Ansonsten die Klingenform ist sehr, sehr gefällig. Eine schöne, ja, spitz zulaufende Drop-Point-Klinge. Und also es ist wirklich, wirklich ein schönes, großes, immer noch 42A-konformes Outdoor-Messer mit einem, ja, einfachen Design. Wer hier jetzt auf Firlefanz steht, oder auf schönes Griffmaterial oder so, der wird hier nicht glücklich werden damit. Aber für jeden, der einfach ein robustes Messer will, mit dem man wirklich draußen arbeiten kann und wo man jetzt nicht so drauf achten muss, ob ja, dass da irgendwie am Griff irgendwas passiert oder so, der wird hier echt glücklich. Auch die Scheide ist top, da gibt es überhaupt nichts. Dieses Ding hier oben, diese Schnalle, da bin ich noch nie so Fan davon gewesen. Brauche ich nicht. Ich denke, das ja, geht auch ohne. Aber zum sicheren Transport ist es einfach gut, wenn man das dabei hat. Wie gesagt, Techlock-Fähigkeit finde ich gut. Dann eben auch den Schnellverschluss mit dem Klett finde ich top. Das macht Spaß, da kann man das Messer eben schön schnell an- und ablegen und auch relativ tief das Messer tragen. Ich habe da mal so ein paar Aufnahmen gemacht. Da sieht man, dass ich trotz Rucksack und Beckengurt das Messer noch tragen kann. Man muss dazu sagen, dass ich meine Hose relativ tief trage, aber ich denke, dass bei dem anderen einen auch gehen wird. Das finde ich sehr gut, weil oft ist es dann nervig, wenn man das Messer anhat und will kurz irgendwie wo ein anderes hinlaufen im Rucksack, dass dann das vielleicht durchaus vielleicht im Weg sein kann. Das ist hier bei mir nicht der Fall gewesen. Das gefällt mir auch sehr gut. Ja, das soll schon gewesen sein. Mein Eindruck, meine Meinung zu diesem Messer ist also, ja, viele haben dann gleich schon in die Kommentare geschrieben, als ich die Ankündigung gemacht habe, dass ich damit zufrieden sein werde oder sie sind gespannt, wie meine Meinung ist. Und ich muss sagen, also, ja, ich mag es wirklich gerne. Es ist ein einfaches, schlichtes Messer und also es lässt sich wirklich gut damit arbeiten. Vor allem auch der Griff ist halt einfach sehr, sehr
griffig. Klar ist er ein bisschen weicher, also man sollte jetzt nicht anfangen, da mit dem Holzbaton beim Baton irgendwie drauf rumzuklopfen. Da wird früher oder später das Plastik nachgeben, das wäre fatal. Aber wenn man jetzt das Messer mal irgendwo spitz in der Spitze eintreiben will, um vielleicht so Hobelarbeiten zu machen, hat man ja hinten dieses Endstück, wo der Stahl eben rausschaut. Da läuft man auch keine Gefahr, dass man den Griff dann eben zerstört. Ja, ich sage danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es denn so sein sollte. Haltet die Ohren steif. Bis dann. Ciao.